Das Hause SRF schwelgt ja noch bis Ende Monat in der Üppigkeit des Barock. Und so lassen wir uns auch noch einmal inspirieren vom Überschwang dieser Zeit. Damals feierten ja ausgewachsene Männer Hochkonjunktur, die sich anhörten wie holde Knaben und raubten so manch gut toupierter Dame den Atem. Nix mit Stimmbruch. Wir wollten wissen, wie junge Sänger heute mit dieser Veränderung umgehen, wenn sie auch hörbar zum Mann werden. Die Zürcher Sängerknaben waren um Antworten nicht verlegen. Die Zürcher Sängerknaben im Herbstlager. Ein Teil des 80-köpfigen Chors probt Stabat Mater, ein Werk des Barockkomponisten Giovanni Battista Pergolesi. Mit dabei das Ausnahmetalent Jona Schenkel. Kritiker sprechen von himmlischem Schöngesang, feiern den heute 15-jährigen Knabensopran in den höchsten Tönen. Doch damit ist es bald vorbei. Jona Schenkel steht kurz vor dem Stimmbruch. Ist natürlich blöd. Also, es ist halt schon, jetzt habe ich schon lange gesungen, im Sopran halt, oder? Und das wird sicher jetzt nicht eine angenehme Zeit, aber ich versuche mit dem gut klarzukommen. Ich glaube, das überstehe ich schon. Zu überstehen gilt es eine Zeit der Ungewissheit. Wie werden sich Stimmlage und Qualität entwickeln? Sicher ist, von der hellen Klangfarbe muss der Solist Abschied nehmen. Anders war es im Barock. Knaben wurden vor ihrer Pubertät kastriert, um deren Engelsstimmen zu erhalten. Denn der Vatikan hatte Frauen verboten, in der Kirche zu singen. Kastration war ebenfalls ein lukratives Geschäft mit der Armut. Eltern verkauften ihre Kinder für ein Trinkgeld. Rund eine halbe Million Buben kam im 18. Jahrhundert in Italien unters Messer. Wer die Tortur überlebte, wuchs heran, ohne Testosteron zu produzieren. Stimmbänder und Kehlkopf blieben klein. Die Buben sind Männer geworden und haben einen grossen Körper bekommen auf so einen kleinen Kehlkopf. Und das ist eine Zeit lang dann gut gegangen und dann die grössten virtuosen Sachen können singen. Aber es ist halt einfach nicht natürlich. Einer der wenigen, die es bis ganz nach oben schafften, war Farinelli. Seine jungenhafte Stimme mit der Kraft und dem Volumen eines Männerkörpers versetzte die Massen in Ekstase. Die anspruchsvollen Arien der damaligen Superstars interpretieren heute meist Countertenöre. Cian Roos, einst Sopran, heute Bass, kennt deren Technik. Falsett genannt. Eine grandios trainierte Kopfstimme. Früher habe ich bei der Zauberflöte gesungen, drei Knaben. Und das tönt sich jetzt im Bass so. Seid uns zum zweiten Mal willkommen. Und jetzt mit der Kopfstimme. Seid uns zum zweiten Mal willkommen. Eine Faustregel besagt, aus Knabensopran werde Bass. Doch Jona hofft auf Tenor und auf eine zweite Karriere. Als Mann. Mein grösster Wunsch, schon mal Opernsänger zu werden, eigentlich. Ja, das wäre ich schon. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man auf der Bühne stehen kann. Doch erstmal heißt es weiter üben und hoffen. Wenn Sie mehr hören wollen von den Zürcher Sängerknaben, wir laden Sie ein zum Konzert. Und zwar am 21. Dezember sind Sie mit Glück in unserer Verlosung inklusive Begleitung dabei. Ja, und Barock geht es übrigens auch weiter bei unseren Kollegen von Radio SRF 2 Kultur. Da kann ich Ihnen morgen um 10 eine Sendung empfehlen zum üppigen Kleiderstil dieser süßen Epoche. Dankeschön.